Hallo, hi, ich bin AJ Green, Inhaber AJ's Fitness. Und heute wollten wir einfach ein paar von unseren Hygienemaßnahmen für die Wiedereröffnung von unserem Studio euch visuell darstellen. Wir haben ein kleines Video zusammengestellt mit ein paar von unseren Mitarbeitern und die gehen einfach durch ein paar Punkte, dass die meisten von euch, das hat das einmal erlebt, letztes Jahr, schon kennt. Aber das ist immer gut, nochmal die Sache nochmal durchzugehen und anhören. Ich freue mich auf euch drauf. Das geht's bald los in ein paar Tage und sonst sehen wir uns bald. Viel Spaß noch hier im AJ's. Ja, hallo, herzlich willkommen im AJ's Fitness. Ich möchte mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin Michi, ich bin Fitnesstrainer hier und stellvertretender Leiter im Empfangsbereich. Heute möchten wir euch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie ihr die aktuell geltenden Regeln der Regierung bei uns im Studio optimal umsetzen könnt. Starten wir beim Eintritt. Ihr habt zwei Möglichkeiten, zu uns ins Studio zu gelangen. Möglichkeit Nummer 1 ist, ihr fahrt mit dem Aufzug. Bitte beachtet hierbei, ab hier die FFP2-Maske zu tragen und dass maximal ein Haushalt pro Aufzugfahrt sich im Aufzug befinden darf. Möglichkeit Nummer 2 ist, wir benutzen das Treppenhaus. Bitte achtet sowohl beim Nach oben als auch beim Heruntergehen darauf, euch immer auf der rechten Seite des Treppenhauses zu halten, damit wir den nötigen Sicherheitsabstand gewährleisten können. Für die optimale Umsetzung unseres Hygienekonzepts, bitte denkt daran, vor allem beim Studioeintritt euch eure Hände zu desinfizieren. Solche Desinfektionsgeräte haben wir im kompletten Studio für euch verteilt. Bitte lasst euch beim Eintritt ins Studio von dem an der Rezeption stehenden Display den Zutritt gewähren. Im Anschluss habt ihr wie gewohnt die Möglichkeit, kontaktlos über unsere App oder per Mitgliedskarte bei uns im Studio einzuchecken. Jetzt erstmal viel Spaß beim Training und bis bald! Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Mel. So, in unserem Wellnessbereich und in unserer Kinderbetreuung ist momentan noch kein Betrieb, aber ihr könnt natürlich die Umkleidekabinen und die Duschen nützen. Bitte denkt dran, 1,5 Meter Abstand zum Nachbarn oder zum nächsten Spind. Außerdem nützt doch bitte unseren Members-Only-Bereich auf unserer Internetseite www.ages.de oder unsere AGES-App für weitere Informationen. Danke euch! Bei uns im AGES tragen wir FFP2-Masken. Wir bitten dich, die Maske zu tragen, wenn du von einem Raum in den anderen gehst und wenn du von einem Gerät zum anderen gehst. Wenn du an deinem Gerät bist, bitte wie immer ein großes Handtuch dabei haben, dann kannst du die Maske abnehmen, deinen Satz beginnen, deine 2-3 Sätze machen und wenn du fertig bist, bitten wir dich, die Maske wieder aufzusetzen. Danke. Wenn du mit deinem Satz fertig bist, bitte die Maske gleich wieder aufsetzen und dann hast du entweder dein eigenes Tuch dabei oder du bekommst so ein Tuch von uns, Mikrofasertuch. Dann gehst du zum Spray, einfach ein paar Mal draufsprühen, befeuchten und dann die Flächen abwischen, mit denen du Kontakt hattest. Und dann geht's weiter zum nächsten Gerät. Um an unseren Group Fitness Kursen teilzunehmen, bitten wir dich, dich online anzumelden. Wenn du hier im Studio auf einen Kurs wartest, nimm bitte Rücksicht auf die anderen Teilnehmer und halte 1,5 Meter Abstand. Auch wenn die Pandemie für viele von uns eine Herausforderung war
und wir hier im Studio ja schon immer auf Hygiene, Sauberkeit, gute Luft, gutes Licht und so weiter geachtet haben, so haben auch wir die Zeit jetzt genützt, um für euch noch besser zu werden. Und ihr werdet es sehen bei uns im Studio. Zum Beispiel haben wir jetzt überall fast an jeder Ecke Luftreiniger für euch aufgestellt. Und auch darüber haben wir euch Informationen zusammengefasst auf unserer Internetseite und in unserer Ages Fitness App. So, jetzt haben wir aber wirklich genug geredet. Jetzt kann es endlich losgehen. Wir freuen uns unfassbar auf euch. Lasst uns zusammen wieder starten, zusammen fit und gesund bleiben. Wir freuen uns auf euch. Liebe Grüße.